Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuki Banuki Daily. Heute am 19. April, Sascha nimmt gerade das Studio auseinander und ich bin Leibzeugle vor Ort. Hallo Sascha. Hallo Pujan. Das war recht hoch. Ja. Wir haben ein Geburtstagskind. Ja, was ist das Geburtstagskind? Heute am 19. April Geburtstag hat wer? Hayden Christensen. Wer hat Geburtstag? Die Heidi halt. Hayden? Und zwar Hayden Christensen ist 1981 auf die Welt gekommen. Ach, er das ist doch ein Anakin. Kanadischer Schauspieler und das ist doch bekannt geworden durch Star Wars Episode. Das ist doch Anakin. Star Wars Episode 2 und 3 als Anakin. Genau. Ja. Anakin Skywalker. Bei 1 war er nicht dabei. Nee, nee. So sieht er in Natura aus. Ja. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie er in Episode 2 aussah. Und zwar war das so. Ja, das wissen wir. Ein kleiner Milchbubi. Ja, klar, natürlich. Und in Episode 3 Metamorphose zu Darth Vader. Ja, später. Wo er richtig böse wird und hin und her. Und jetzt zeige ich euch mal, wie er richtig böse gucken kann. Ja. Boah, das war der kurz, dunkle Lord das war himself. Kurz bevor er die Arme und Beine abgeschlagen bekommt. Der kriegt ihn nicht abgeschlagen. Der fällt in den Lavastrom und verbrennt sie sich. Nee, der kriegt auch die Beine abgeschlagen von Obi-Wan. Aber er verbrennt sich. Er verbrennt sich auch, ja, aber er kriegt alles abgeschlagen. Obi-Wan ja, nicht macht so, alles. Obi-Wan macht irgendwie so einen Rundumschlag mit seinem Laserschwert. Ja, aber hat er nicht einen Arm noch, ist noch dran, mit dem er sich sozusagen aus der Lava so rausholt und dann kommt das weiß ich nicht, aber die Beine sind weg und auf jeden Fall ein Arm. Oh mein Gott. Ja. Man kann es auch übertreiben, oder? Lieber Arm dran als Bein ab. Auf jeden Fall, so guckt er böse. Ja. Wie heißt der nochmal? Würde ich das einschüchtern? Natürlich. So ein Blick, ehrlich? Ja, warum? Wegen der Kulisse. Wegen der Lava. Wegen den Klamotten. Der Schneider. Wie heißt der nochmal? Der heißt Hayden Christensen. Hayden Christensen. Ja. Okay, alles klar. Kanadier. Der deutsche Kardinal. Stimmt das eigentlich, dass die Kanadier immer Mayonnaise auf die Burger drauf machen? Ja, ja. Weiß ich nicht. Der deutsche Kardinal Josef Ratzinger. Wie heißt das? Kardinal. 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 Ah, Kardinal. Ja. Ist am 19. April ja. 2005 zum Papst gewählt worden. Okay. Und nahm halt den Namen Benedikt der 16. Ist er nicht auch der erste Papst, der vom Amt zurückgetreten ist? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob der erste auf jeden Fall zu Lebzeiten. Hammer! Ja, genau. Und er nahm, weißt du, was eine Sedis Vakanz ist? Sedi Vakanz. Das ist, wenn man keine Kinder mehr haben möchte, aber sich dann sterilisieren lässt? Ja, lass ich schon mal so stehen. Nein, das ist die papstlose Zeit. Ah. Und die war 17 Tage lang, okay. Ja, weil der Papst Johannes Paul II. Ist ja gestorben. Okay. Und der Ratzinger ist dann halt der Neue geworden. Das war 17 Tage nach dem Tod. Das andere war Vasektomie. Klingt ähnlich. Habe ich mir natürlich. Sedi. Wie heißt das? Sedis Vakanz und der Anasektomie. Vasektomie. So Anasektomie. So fast dasselbe. So drauf geschissen, die ja, Anasektomie. Genau. Hast du noch was? Du hast was. Ich habe noch was, genau. Ja. Und zwar am 19. April 2000, nee, habe ich ja gar nicht. Andersrum. Vor ungefähr 50 Jahren, roundabout, im Jahre 1967, so ist es jetzt. Am 19. April 1967 starb Konrad Adenauer. Konrad Adenauer? Konrad Adenauer. Stimmt. Starb zu dieser Zeit. Ja, Konrad Adenauer. Geboren wurde er am 5. Januar 1886 und deutscher CDU-Politiker, erster Bundeskanzler. Hat die Geschicke der jungen Bundesrepublik gelenkt und unter anderem für den Wiederaufbau und für die Heimkehrer der Kriegsgefangenen hat er sich eingesetzt. Für die Wiederbewaffnung und also die Bundeswehr sozusagen und Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Ein großer Mann. Hat ein paar sehr, sehr schöne Zitate gebracht. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn die Österreicher, und zwar darum, da ging es halt darum, dass Deutschland hatte ja den Zweiten Weltkrieg verloren. Viele Länder haben gesagt, hier Reparationszahlungen und so weiter und so fort. Und da war es auch im Gespräch, dass die Österreicher von Deutschland auch Reparationszahlungen haben wollten. Und da hat er gesagt, wenn die Österreicher von uns Reparationen verlangen sollten, dann werde ich ihnen die Gebeine Adolf Hitlers schicken. Ja. Ja. Sehr schön. Begründeter Einwand, würde ja, ich sagen. Ein anderer sehr, sehr schöner Ausspruch von ihm war, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Oh, fand ich auch sehr schön. Mal, der und Konrad. Last but not least, fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. Ach, guck mal. Mensch. Ich sag doch, der Mann hat's drauf gehabt. Der Conny.
Das ist eine Rabauke vom Herrn gewesen. Eine Rabauke. Ja. Ja. Ja, das war heute deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir müssen los. Ja, müssen wir. Ja. Ja. Oh, die Limousine kommt. Ja, die kommt, die holt uns ab. Ja. 19. April, für euch gut erklärt. Ihr wisst, was heute passiert ist. Geht raus, spread the word, erzählt's rum. Tschö. Spread the word, hat er gesagt. Cheerio, Miss Sophie.